Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem X-Universum. Ich bin der Shintuaga. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neue Aufnahmesession. Und ich habe einen Entschluss gefasst, den ich jetzt auch möglichst zeitnah umsetzen will. In diesem Sinne nochmal vielen lieben Dank an Bernd alias Kater A, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei den Fraktionen die Schiffswerften ja auch getrennt sind. Sprich, die haben ihr Raumpier, wie beim Heiligen Orden zum Beispiel, die ihre S&M-Schiffe bauen. Und die haben ihre extra Schiffswerften, die ihre ja, L- und XL-Schiffe bauen. Und damit ja ein lukrativer Asgard-Auftrag, ja, weggenommen worden ist sozusagen. Weil natürlich, sobald Materialien da sind, bauen halt die, werden halt S&M-Schiffe gebaut. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Und ich habe dann halt überhaupt keine Chance, dass mal andere Fraktionen größere Schiffe bei mir bestellen. Auch wenn ich das natürlich einmal schon hatte, weil anscheinend die Warteliste nicht nach und nach abgebaut wird. Und deswegen habe ich tatsächlich auch beschlossen, das nochmal zu splitten. Das heißt, ich werde jetzt mehr hier Ich weiß gar nicht, ob ich die Schiffswerft hier gespeichert habe. Ich glaube nämlich nicht. Gut, dann speichern wir das Ganze mal. Werde ich jetzt Folgendes machen. Ich habe das Ganze jetzt kopiert. Werde jetzt eigentlich ja hier in der Nähe, also oder vielleicht hier hin. Genau, kann man ja auch hier hin machen, dass es so ein bisschen voneinander getrennt ist. Werde ich jetzt quasi die große Schiffswerft bauen. Neuer Bauplatz. So, und dann machen wir das Ganze auch wieder mal dementsprechend. Groß. Wie gesagt, kostet mich ja keinen Bauplatz. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu groß. Egal. Machen wir ein bisschen tiefer. Weiter, wie gesagt, Baugenehmigung brauche ich nicht. Plan laden. Schiffswerft. Genau, so. Und hier mache ich jetzt Folgendes. Der Fertigungshangar kommt weg. Damit ich aber natürlich noch weiter versorgt werden kann, werde ich jetzt auf jeden Fall noch noch ein Standard-Dock da dran bauen. Wobei, müssen wir mal gerade schauen. Genau. Upp. Das war eigentlich. Oh, steht auf dem Kopf, ne? Moment. Rotation zurücksetzen. Ah. So, ich will es doch hier einmal nur so rumdrehen. Genau, so will ich das haben. Das war doch ein paar mehr. Nee, das sind auch die falschen. Fern. Weil wichtig sind ja die die M-Standard. Genau, 6 Stück. Ja komm, eins bauen wir noch ran. Weil bisher konnte ja die S&M-Produktionshalle, sage ich jetzt mal, auch zum Landen der Versorgungsschiffe dienen. Die habe ich ja jetzt dann nicht mehr. Demzufolge kann dann hier müssen jetzt dann hier quasi die Versorgungsschiffe dann landen, die dann die Waren bringen.
Ansonsten kann ich das jetzt so lassen, weil hier habe ich ja jetzt quasi die wichtigen Sachen, auch die Produktionsstätten bzw. die Habitate der verschiedenen Fraktionen, lasse ich natürlich dran. Und im Endeffekt bin ich jetzt dann hier ja damit fertig. Das heißt, ich habe jetzt einmal für XL und einmal für L. Wie gesagt, die Lagerkapazitäten könnte ich jetzt erstmal so lassen. Ob sich das am Ende ausgeht, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Weil ich habe ja eure, oder insbesondere von Borowick und Carter A, ja schon mehrfach den Hinweis. Und ja, ich habe ihn vernommen, also keine Sorge. Ja, schon mitbekommen, dass meine Produktionskapazitäten eigentlich viel zu gering sind. Ich habe da auch jetzt mal generell dann auch nochmal eine Idee, was dann allerdings mehr so ein Experiment ist. Aber ich lasse das jetzt erstmal hier so. So, das kann zwar natürlich Selbstversorgung sein. Bob habe ich zugewiesen. Genau, also nochmal der Sinn dahinter ist, dass hier quasi die Materialien angeliefert werden und hier definitiv die nicht für S- und M-Schiffe verwendet werden, sondern wirklich nur, falls es ein Auftrag, und der wird ja nicht so häufig vorkommen, dann nur direkt dann halt ein L- oder ein XL-Schiff gebaut wird. Also quasi wirklich so, wie die Fraktionen das machen, quasi also gesplittet. So, dann wollen wir hoffen, dass das jetzt von alleine halbwegs funktioniert. So, und im Zuge dessen... Okay, bin ich wieder in... Genau. Im Zuge dessen baue ich natürlich diese Station jetzt zurück, indem ich sage, entfernen. Entfernen, so dass ich nur noch eine reine S und M Schiffswerft habe und demzufolge dessen können wir hier auch noch mal mit der Optik ein bisschen arbeiten. Genau. Müsste passen, da ist auch nichts im Weg. So, hier muss ich natürlich trotzdem Konstruktionsschiff zuweisen. Da nehmen wir aber für den Rück. Ach komm, hier sind so viele. Das passt. Genau, dann beginnt der Rückbau. Wobei es fast ja schon noch sinnvoll gewesen wäre. Machen wir auch mal. Ja, wobei das könnte eng werden. Oder ich könnte die Kapazität natürlich jetzt nochmal erhöhen. Eigentlich nicht. Also eigentlich wollte ich eigentlich hier vorne nur jetzt das Produktionsmodul hinmachen, dass die Schiffe jetzt hier nicht um die Station rumfliegen müssen. Aber da warte ich, bis das fertig gebaut ist, damit ich das hier demontieren kann. Genau. So, dann wollen wir mal hoffen, dass das dann alles so von alleine funktioniert. Beobachten wir das Ganze dann auch mal. Da kommen wir auf jeden Fall schon mal Schiffe, die Materialien ablagern. Sehr schön. Ich habe ja dann immer noch meine Baulagerhändler. Da kommt Bob.
Ja, wie gesagt, also Leute, ich weiß, dass meine Produktionskapazitäten vielleicht für jetzt diese maximale Geschichte nicht ganz ausreichen. Ich versuche jetzt da, ja, was heißt, ein bisschen gegenzusteuern. Das wird wahrscheinlich so auch nicht funktionieren, aber ja, wie gesagt, grundsätzlich. Grundsätzlich ist mir schon bewusst, dass ich nicht ganz so im großen Stil gebaut habe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt eine Idee, ob die praktikabel ist, muss ich dann quasi noch mehr oder weniger herausfinden. Aber wer das schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich im Endeffekt hier gerne mal ein bisschen rumexperimentiere und gucke, ob es funktioniert oder nicht. Was nicht heißen soll, dass ich Tipps nicht irgendwie wahrnehme, das nicht. Also natürlich nehme ich Tipps auch wahr. Aber ich habe das ja schon in ganz, ganz frühen Folgen gesagt. Ich gucke immer, was für mich praktikabel ist, wo ich denke, das macht für mich Sinn. Ja, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung in manchen Dingen habt. Ich muss dann auch selber irgendwann die Erkenntnis bekommen, und wie es zum Beispiel hier mit der Schiffswerft und dem Raumdock, das macht für mich in meinen Augen auf jeden Fall Sinn. Deswegen kann ich jetzt hier im Endeffekt das Ganze jetzt auch wieder auf Raumdock umnennen. Vielleicht ist es der Grund, warum auch die anderen Fraktionen das aufgeteilt haben. Aber so macht das. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich selber überhaupt nicht drauf gekommen bin. Wo ich zwar das Problem erkannt habe, dass große Schiffe von den Fraktionen nie gebaut werden würden, weil, gut, da sind wir wieder bei den Produktionskapazitäten. Aber im Endeffekt halt. Das jetzt die Lösung sein sollte, weil auch hier werden natürlich die Materialien eingelagert. Und dann schauen wir mal, ob die dann auch halt irgendwie, die wird ja dann auch mehr oder weniger irgendwie Gewinn abwerfen. Und bisher war ja der Hauptgewinn, der immer gekommen ist, hier über, ja, die alte Schiffswerft sozusagen. Aber wie gesagt, das Ganze wird jetzt umgewandelt. Ah, da wird auch schon der andere Fertigungshangar gebaut. Ich glaube, den können wir auch lassen. Ich glaube, das ist sonst too much. Oder? Ja, gut, wir können ja mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Ist aber noch nichts angefangen zu bauen, oder? Nee. Okay. Weil ich würde natürlich auch ganz gerne die. Ja gut, die Nanotronik fehlt. Ich würde natürlich dann auch ganz gerne die Baulagerhändler dann zuweisen. Gut, jetzt haben wir natürlich noch mehr Münder wollte ich. Münder, Mäuler, ich glaube, das war jetzt der Zusammenschluss auf Möhler. Münder zu stopfen. Mäuler zu stopfen. Und da muss ich natürlich gucken, ob das mit meinen Versorgungsfabriken dann noch hinhaut, aber das werden wir sehen. So, aufgrund der letzten Erfahrungen will ich natürlich trotzdem wissen. Was Entscheidung. Okay, ist anscheinend schon wieder durch. Ja gut, ist dann halt, wenn der Zinser läuft, dann geht das natürlich alles schnell.
dran. War ja auch nochmal so ein Tipp, weil ich mich gewundert habe, dass das Wrack nicht zu sehen war, aber Wrack sind eigentlich aktiviert. Gut. Also Nanotronik ist ja eigentlich hier eine Menge zu holen. Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Ich habe ja so ein bisschen Sorge, dass halt wieder so ein I durchschlüpft. Wobei. Oh. Jetzt haben wir hier zwei Cars sogar. Also die Xenon rüsten maßgeblich auf. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Und vielleicht. Oder es war eben. Okay, gut, das sehe ich jetzt hier nicht. Das war ein I, was da gerade angekommen ist. Was aber halt schon zerfetzt wurde. Und das sind seine beiden. Da ist das I tatsächlich. Wow, also was die Xenon jetzt hier rausschicken, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Dann sind das die beiden Begleitschiffe des Is, die jetzt damit durchgekommen sind. Das andere K weiß noch nicht, was es von der Situation zu halten hat. Das I ist aber auch verdammt nah dran. Ich weiß nicht, ob meine Station eventuell auch noch Schäden. Eventuell auch noch Schäden abbekommen hat. Ja, weil 2 Ks, das war schon irgendwie, oder ist schon eher ungewöhnlich. So, die Teuter tut ihr Werk. Also, Plasmageschütze sind alle noch da. Jo, ich denke, da das I kam vielleicht gar nicht dazu, großartig die Ladung abzulassen, weil was ein I für eine Kampfkraft hat, haben wir ja in der letzten Folgen gesehen. Das war schon beeindruckend, also was da rausgejagt worden ist. So, weiterer Tipp war ja, dass ich statt... Also, dass ich auch einfach nur einen L-Frachter hier zwischendurch pendeln lasse. Aber da muss ich jetzt erstmal schauen, inwieweit die Energiezellen... Also ich habe tatsächlich so ein bisschen Überproduktion jetzt, sodass ich das ausgehen könnte. Klar, ein L-Frachter. Ein L-Frachter, der transportiert natürlich einmal auf mehr Energiezellen auf einmal. Aber bisher sind beide. Ja, nur ein Schrott ist nicht in Produktion. Da müssen wir wirklich mal gucken. Ich
komme vielleicht später nochmal drauf zurück und werde eventuell auch einfach hier auch nochmal ein paar Terraner-Energiezellen, einfach damit auch immer was vor Ort ist, so ein bisschen. So, die Teuter tut jetzt weiter ihr Werk. Wahrscheinlich könnte man hier so ein Recycling technisch das wirklich noch viel, viel, viel größer aufziehen. Naja, gut, also. Was bleibt? Die Xenon sind auf jeden Fall weiterhin dabei. Okay, ich glaube, hier muss ich doch mal den Transporteur. Das geht ja so nicht. Da passiert ja gar nichts. So. Dass da mal vorangeht. Und hier. Genau, haben wir zwei. Das heißt, ja, den anderen lasse ich jetzt zurückbauen hier. Ich hoffe, die Schiffe werden dadurch nicht zerstört. Aber wäre mal ein guter Zeitpunkt, das mal zu testen. So, das entfernen und das wird Bindungsmodul auch entfernen. Moduländerung übernehmen. Und hier brauchen wir, weil wir ja nichts umbauen, sondern nur dekonstruieren, brauchen wir keine. Oder weil das Bauschiff noch hier in der Nähe ist. Weil doch eigentlich zum Dekonstruieren brauchst du, glaube ich, auch immer ein Konstruktionsschiff. Also, wie gesagt, Xenon haben jetzt eigentlich drei Is durch Hadikwas Entscheidung 1 geschickt. Das ist eine Menge auf jeden Fall. Aber zumindest an dieser Stelle hält das Abwehrbollwerk. So, gibt es denn meine beiden Lootstaubsauger noch? Ja, sehr schön. Nicht, dass die vielleicht dann dem Ganzen zum Opfer gefallen sind. Das Einzige, was halt mich so ein bisschen. Ja, man könnte den Schrott halt wirklich irgendwie anderweitig noch versuchen zu verticken, aber. So, der macht das zum Beispiel hier. Der scheint Schrott hier anzuliefern. Ich will mal gerade schauen. Dafür müsste er ja eigentlich auch Kohle bekommen, ne? Ich mach mal Folgendes. Den habe ich ja gerade aktiviert. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Aber ich kann ihm wahrscheinlich jetzt nicht den Befehl geben. Handeln. Ja, hier wäre Schrott, aber den kann ich nicht handeln. Nee, dann. Wobei. Dann soll er das hier jetzt einmal machen.
Wäre jetzt nochmal schön, wenn es hier losgeht. Gut. Die Umstellung hat jetzt anscheinend funktioniert. Sehr schön. Perfekt. Ja, wie gesagt, das muss ich im Auge behalten hier. Jetzt im Nachhinein wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, die kleinen. Wobei. Ich habe, glaube ich, die großen Habitate genommen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wurscht. Da ändere ich jetzt nicht mehr so viel dran. Dann baue ich lieber nochmal eine Versorgungsstation. Da ist der Transporteur. Und dann geht es jetzt auch endlich los. Sehr schön. Und dann kann ich jetzt auch mal meine... Ah ne. Oder? Warte mal. Moment. Auch einen Manager dafür, ne? Ja, doch nicht. Ja gut, später muss ich so oder so. Muss ich sowieso einen Schiffshändler einstellen. So, wahrscheinlich kann ich jetzt hier, ja, da muss ich jetzt erstmal, muss die Werft jetzt erstmal gebaut werden, damit ich da was zuweisen kann. Transporteur kann sich ja auch mal drum kümmern. Weil eigentlich gäbe es genug zu holen. Also theoretisch dürfte da, genau, wollte ich gerade sagen. Also ja, das ist natürlich jetzt immer wieder noch so eine Sache. Eigentlich müsste genug da sein, ja. Dann habe ich ja die Medikamente extra auf Selbstversorgung gestellt. Muss ich hier vielleicht auch noch mal mehr Versorgungsschiffe... Thank you.
die das ganze Meer verteilen. Sieht fast so aus. Brauchen wir mal zwei von. So, ja, ich würde sagen, ersten Schritt ist gemacht. Ob das dann wirklich am Ende besser ist, werden wir sehen. Aber ja, vom Grundsatzgedanken her haben dann die Fraktionen auch Chancen. Nochmal eine Asgard bei mir, also in dem Fall die Terraner. Und später halt, wenn ich die anderen Baupläne habe, eine Asgard bei mir zu bestellen. Weil das kommt ja nicht so häufig vor. Und dementsprechend gibt es dann auch genügend Zeit, die Waren alle anzuliefern. Und dann sollte sich auch der Warenzufluss für jetzt das Raumdock auch wieder normalisieren. Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht hier bei mir im MX4-Universum. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.